Willkommen zu Tagesordnungspunkt 38. Ich habe vernommen, dass auf die Aussprache verzichtet wird und dass der Wunsch besteht, die Reden zu Protokoll zu geben. Dann würde ich darum bitten, die Reden zu Protokoll zu geben, den Stenografen zur Verfügung zu stellen, am besten jetzt gleich, und lasse dennoch über die Beschlussempfehlung entsprechend abstimmen. Wer für Zustimmung ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der CDU und von Bündnis 90 die Grünen und der SPD. Wer ist dagegen? FDP war auch dafür. Wer ist dagegen? Die Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich der Stimme? Die Fraktion der AfD. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Ich bedanke mich sehr herzlich dafür. Im Anschluss an die Plenarsitzung kommt der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen zusammen, und zwar im Sitzungsraum 501. Ich will mich ausdrücklich um 23.03 Uhr bei Ihnen allen bedanken, aber ganz besonders natürlich bei unseren Stenografen und bei unseren Mitarbeitern, für die das schon ein ganz schöner Marathon ist, den wir hier zurücklegen. Der Respekt und die Anerkennung und die Dankbarkeit wird zum Ausdruck gebracht. Dafür bedanke ich mich sehr herzlich. Ich schließe jetzt die Sitzung für heute und freue mich, wenn wir uns morgen fröhlich wiedersehen. Punkt 9 hier am gleichen Ort. Und ja, bis morgen. Dankeschön.